Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diese Haul wird ein bisschen anders, denn ich möchte euch zunächst einmal etwas vorstellen. Und zwar habe ich Schmuck zugesendet bekommen von der Marke oder von dem Online-Shop Corasol. Sehr schöne Schmuckstücke, die ich auch in diesem Video mit euch zusammen kombinieren werde. Also beziehungsweise zeige ich euch meine liebsten Outfits in Kombination mit diesen Schmuckstücken. Ich finde, Schmuck macht immer was ganz Besonderes aus einem Outfit. Deswegen dachte ich mir, kreieren wir diesmal ein bisschen ein anderes Video, als zum Beispiel nur ein Haul oder eine Shop-Vorstellung. Also wenn ihr wissen wollt, um welchen Schmuck es sich genau handelt und wie ich die ganzen Sachen kombiniert habe, beziehungsweise wie auch meine liebsten Sommeroutfits für dieses Jahr aussehen, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Und zwar durfte ich mir, wie schon erwähnt, von dem Shop Corasol zwei Schmuckstücke aussuchen. Sie sind wirklich, wirklich schön. Also ich habe mich richtig gefreut und habe mich da einmal für die Ohrringe Saint-Tropez entschieden. Ich finde die einfach super schön. Ich trage generell immer Kreolen, auch immer solche. Und das Besondere hierbei ist halt nochmal, dass die vorne so offen sind, was ich sehr schön fand. Dadurch, dass sie auch silber sind und vergoldet sind, halten die definitiv länger als mein Modeschmuck, den ich in letzter Zeit immer nur getragen habe. Und ich war auch schon auf der Suche nach schönen, echten Schmuck. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich mir die aussuchen durfte. Ich habe euch ja bereits schon mal ein Video dazu gemacht, wie man sein Outfit so ein bisschen aufwerten kann oder den Outfit so einen gewissen letzten Schliff geben kann. Und Ohrringe, vor allem Kreolen, zählen absolut zu meinen Top-Favoriten. Ich gehe eigentlich so gut wie gar nicht mehr ohne Kreolen aus dem Haus, weil ich es einfach so, so schön finde und sie das Outfit immer aufwerten. Man kann die Ohrringe rein theoretisch auch andersrum tragen. Da sich aber hier an dem kurzen Ende sozusagen der Stecker befindet, würde der halt vorne rausgucken. Ich glaube, ich habe die auch bei einem Outfit andersrum getragen, weil ich das auch sehr schön finde. Dort ist es aber wichtig, eigentlich trägt man sie halt andersrum, aber ich finde sie so rum halt auch total schön. Allerdings muss man da halt darauf achten, dass man vielleicht so ein kleines Gummi hier drauf zieht, damit sie nicht abfallen. Grundsätzlich ist hier natürlich auch ein Stecker, so ein durchsichtiger, mit enthalten, damit sie nicht rausfallen, weil sie natürlich auch so ein bisschen Gewicht haben und am Ohr mal nach vorne oder zurück rutschen können. Aber das wäre zum Beispiel auch eine Option, so finde ich die auch total schön. Muss man halt nur gucken. Es gibt ja oft diese kleinen Gummis auch bei Modeschmuck. Könnte man zum Beispiel so eine Hälfte abschneiden und vorne dran tun. Aber grundsätzlich sind sie natürlich dafür gedacht, dass man sie so rumträgt. Aber ich fand es andersrum irgendwie auch schön. Deswegen habe ich sie, glaube ich, auch in einem Video andersrum getragen. Ja, weil ich einfach beide Variationen total schön finde. Des Weiteren habe ich mich noch für das Armband Xenia's Heart entschieden. Genau, ich trage einfach unfassbar gerne auch Armbänder, gerne auch mehrere gleichzeitig. Das Armband ist jetzt etwas größer und stärker, würde ich mal behaupten, im Gegensatz zu den Armbändern, die ich sonst immer trage, weil die sehr filigran sind, was ich sehr gerne mag. Aber ich wollte unbedingt auch so ein Armband haben und habe bei Corasol ein perfektes gefunden. Das hat nämlich so, ja, längliche Glieder, könnte man sagen. Und das Besondere ist nochmal, die sind so eingestanzt, also beziehungsweise so, haben so Abdrücke sozusagen, was ich total schön fand und was das Ganze irgendwie nochmal besonderer macht. Und dann haben wir hier auch noch einen Herzanhänger dran. Finde ich auch total süß. Ich mag es auch generell gerne, wenn zum Beispiel am Verschluss noch irgendwie ein kleines Detail hängt, wie ein Herz oder sonstiges. Deswegen, ich finde den Schmuck wunderschön. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Vielleicht noch kurz etwas zum Shop, das ich euch näher bringen kann. Der Name setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, und zwar zwei brasilianischen Wörtern. Das ist einmal Coracao und Azul. Die Bedeutung oder Übersetzung davon ist halt unser Herzblut, und Azul steht für die Farbe Blau und somit auch für das Blau der Meere. Es gibt viele verschiedene Schmuckstücke dort. Dabei handelt es sich um 925er Sterling-Silber mit 18 Karat vergoldet. Dementsprechend hat man eine ganz gute, hochwertige Qualität und sie sind natürlich auch nickelfrei. Nachhaltigkeit wird auch groß geschrieben. Und zwar wird der Schmuck aus reproduzierbaren Palmblattwurzeln hergestellt und handgefertigt. Und aufgrund dessen, da die meisten Stücke handgefertigt sind, gibt es natürlich nur eine limitierte Anzahl der jeweiligen Schmuckstücke. Ich habe natürlich auch noch einen Rabattcode für euch. Mit dem Rabattcode VivianCorasol15 erhaltet ihr nochmal Rabatt auf eure Bestellung. Genau, die Frist von dem Rabattcode werde ich euch auch nochmal sowie auch den Rabattcode in die Infobox schreiben. Da findet ihr immer alle Informationen. Übrigens sind die Schmuckstücke momentan auch reduziert. Ihr findet den Link vom Shop sowie die Instagram-Seite und auch die Links zu den jeweiligen Schmuckstücken, für die ich mich entschieden habe und die ich auch in diesem Video kombiniert habe, in der Infobox verlinkt. Zu dem Shop lässt sich noch sagen, dass ihr ein 60-Tage-Rückgaberecht habt
ohne jeglichen Grund, sowie eine 100%ige Geld-zurück-Garantie. Und der Versand innerhalb von Deutschland ist auch kostenlos. Genau, und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich diese Schmuckstücke kombiniere, denn ich liebe Schmuck und ich finde, Schmuck macht so unfassbar viel aus. Deswegen dachte ich mir, gestalten wir das Ganze mal ein bisschen anders und ich zeige euch einfach, wie ich das am liebsten kombiniere. Take you there, back to when we